$1.746.000 pro Stunde. Wie das geht? Gleich nach dem Intro. Leute, den musste ich raushauen. Ich bin dank meines RX7 auf etwas Großes gestoßen. Und als Tipps, Tricks, Guide-YouTuber muss ich euch diesen Money Guide zeigen. Es handelt sich hier nicht um irgendeinen Glitch oder Cheat. Nein, sowas gibt's bei mir hier nicht. Ihr könnt wirklich $1.746.000 die Stunde verdienen und das ohne Ladescreen oder irgendwelchen Boni-Abzügen. Einfach Modo an- und heizen. Naja, in diesem Fall driften. Was ihr machen müsst, ganz einfach, ihr fahrt nach Mendoza Caves und dort in die Driftzone Bruderschaftsfahrt. Bei dieser Driftzone driftet ihr gefühlt im Kreis und eine Runde dauert genau 14 Sekunden. Ihr macht in 14 Sekunden $6.000. Leute, in 14 Sekunden. Das ergibt $25.800 in der Minute. Was genau $1.548.000 die Stunde ist. Und das ohne jeglichen Crew-Bonus. Ihr müsst noch nicht mal online sein. Ihr könnt das Ganze offline machen. Ihr braucht kein PlayStation Plus dazu und ihr braucht auch keine Xbox Live Goldkarte. Game an, Solo-Modus an, driften, Geld verdienen. Ganz einfach. Habt ihr wie ich jetzt eine Crew, dann wird das viel, viel mehr. Sehr viel mehr. Leute, das ist nicht normal. Wenn eure Crew wie meine beiden Level 50 ist, bekommt ihr in dieser Driftzone 6.930 alle 14 Sekunden, was circa $29.100 die Minute ist. Und das ergibt dann die 1,746 Millionen pro Stunde. 1.746.000 pro Stunde. Und das ohne in die Garage zu gehen, sich ausloggen, in die Hände zu klatschen oder einen Salto rückwärts zu machen. Nein, einfach nur im Kreis driften, wie ich es hier mache. Mehr müsst ihr nicht. Okay, wenn du jetzt sagst, toll, driften ist nicht so meins. Kein Problem, lass den Kopf nicht hängen. Diese Driftzone ist erstens sehr leicht zu meistern, da du nur 20.000 Punkte für 3 Sterne brauchst. Und zweitens habe ich dir vor ein paar Tagen ein Auto zusammengestellt, womit du das hier locker packst. Das Auto, also mein Baby hier, der RX-7 mit Drift-Setup, verlinke ich dir oben rechts im Video. Und falls du das nicht anklicken kannst, klatsche ich dir den Link nochmal in die Kommentare rein, sodass du auf jeden Fall einen coolen Drifter haben wirst. So, genug gebabbelt. Das war mein neuester Money Guide. Ich werde bald die Tage alle besten Möglichkeiten zum Farmen von Money zusammenfassen und in ein Video reinpacken, sodass für jedermann etwas dabei sein wird. Das war's aber jetzt auch mit dem ganzen Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch bitte ein Like da. Und falls du keine weiteren Videos oder Streams verpassen möchtest, dann lass mir doch ein Abo da. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen und bis zum nächsten Mal. Ciao.